bin am Kotten. Diese Mietenpolitik, diese Wohnungspolitik von Hausbesitzern und Großkonzernen ist existenzbedrohend. Und das müssen wir realisieren. Ich denke mal, viele haben das realisiert, spätestens bei jeder Mieterhöhung, die sie irgendwie im Briefkasten haben. Nur was wir erfahren ist, dass die Menschen oft einzeln dem gegenüberstehen. Und wir kriegen halt mit, dass ganz viele Leute dann auch einfach sich einzeln verdrängen lassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns zusammenschließen und dem was politisch entgegensetzen. Und die diese Entscheidung treffen, nämlich die Hausbesitzer, die Immobilienkonzerne und die Politik hier in Berlin, unter Druck setzen, dass es hier dazu kommt, dass das Wohnen wieder ein Menschenrecht ist, was geachtet wird, was geschützt ist. Weil Wohnen ist neben Essen und Trinken eins der Grundbedürfnisse, eins der zu schützenden Grundbedürfnisse und Grundrechte der Menschen. Darf ich euch vorstellen, das ist die Gentrifizierung. So lautet die neue Geschäftsidee. Deswegen seh ich, wie es Kreuzberg so dreckig geht. Es wird schlimmer in Zukunft. Wie Bela sagt, war der Staat ist ein Blinder der Zukunft. Was ihr tut, ist der reinste Dreck. Warum nehmt ihr uns die Heimat weg? Wir alle sind es leid. Wir alle sind es leid. Das ist freiwillig.